Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem Spezialvideo. Und zwar hatte ich schon öfters die Anfrage bekommen, zum Beispiel von The Jazz LP, wie mein Arbeitsplatz aussieht, was ich alles habe, wie meine OBS-Einstellungen sind und so weiter. Und in diesem Video zeige ich euch alles, was ich auch besitze an Technik und vieles mehr. Ja, was ihr gerade hier am Bild seht, ist mein PC. Ich habe ein Windows 10 Pro, vorher Windows 7, mit 64-Bit-Betriebssystem, ein i7 3770 CPU, 2x3,4 GHz, eine Nvidia GeForce GTX 970 Jet Stream Grafikkarte, 16 GB RAM und 1000 GB Festplattenspeicher und eine 3 TB externe Festplatte. Ja, seht ihr, viele Anschlüsse. Ja, ich bin von Amazon, ne? Hier, das ist der Anschluss, Kabel von Mikrofon, Kopfhörer und von der externen Festplatte, natürlich alles von Amazon. Die habe ich mir extra holen lassen nochmal für mein Mikrofon, da es ja Störungen gab. So, ich entschuldige mich schon mal vorher für mein Stuhlgeknackse, weil ihr kennt meinen Stuhl. So, dann haben wir hier. Ja, lasst euch jetzt damit hier nicht irritieren, ich hatte nichts anderes. USB-Verteiler, hier ist ein Haufen USB angeschlossen, also ganze Menge. Seht ihr, ist ein bisschen staubig, ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ja, was habe ich hier für Anschlüsse? Das ist der, wie hieß denn das hier? Für den Fußpedal. Es ist kein Pedal, es ist. Ich sehe jetzt einfach mal Fußpedal. Ich habe das Wort gerade vergessen, tut mir leid. Für die SIFA. Dann habe ich hier für das Logitech G27 den Anschluss. Dann hier für das Logitech G13. Da ganz hinten für die Tastatur und für die Maus. Ja. Nun geht's weiter Richtung Schreibtisch. Da habe ich hier aktuell mein, ich sag mal so, meine Schaltung fürs G27. Ist natürlich so lang geschlossen, weil ich versuche gerade was auszuprobieren. Dann habe ich hier auch meine Mauspad. Ein bisschen staubig geworden durch die Arbeiten hier. Zurzeit ist hier auch ein Elektriker und die müssen hier arbeiten und dann kommt auch noch Telekom manchmal dazu, die machen man auch direkt mal sie weg, aber naja, egal. Ja, das ist mein Logitech. Ich habe hier das Logitech G402. Meine Hand zuckt, tut mir leid. Kann man es auch wie scharf stellen? Kamera? Nö, wisst ihr nicht. Kann man auch irgendwie, glaube ich, lesen. Ja, das ist Logitech G402. Da ich hier meinen, Schaltknüppel. Als nächstes habe ich hier noch meine Tastatur. Eine Shark Kunstkiller Pro Tastatur. Dann hier dieses Fußpedal-Ding. Das ist immer unterm Tisch für die SIFA in Trainsimulator. Dann habe ich als nächstes hier noch die G13. Für OMSI 2, wenn ich zum Beispiel die Türen aufmache und so weiter. So, als nächstes für Aufnehmen, ganz wichtig, dass mein Mikrofon ein Auna 900B Mikrofon mit, ja, Mikrofonhalterung. Das erklärt auch. Manche haben mich hier angeschrieben, wo ich Tutorial gemacht habe, ob ich kein Lenkrad habe. Natürlich habe ich ein Lenkrad, aber ich muss es ständig abbauen, weil ich brauche Platz.
Und wenn hier noch das Lenkrad ist und da vorne eine Tastatur, würde mich das Lenkrad ziemlich stören. Deswegen ist das halt so. Und so ist halt mein Mikrofon aufgebaut. Das sitzt dann praktisch vor dem Bildschirm fast drauf. Ne? Und ja, da habe ich hier natürlich auch noch zwei Bildschirme von Samsung. Zwei. Notwendig sogar. Brauche ich. Finde ich viel besser als nur ein. Dann habe ich hier unten noch, hier oben noch mein Track-IR. Ja, ich sehe ein bisschen Staub hier. Das gibt es ja gar nicht. Nee, nee, nee. Ja, dann meine Boxen von Trost zu sehen, ne? Dann tue ich meinen Ventilator, weil es ist Sommer. Was willst du da verlangen? Ja, das sind die Technikgeräte. Da ich hier natürlich auch mein Headset. Es ist schon 3 Jahre fast alt und ihr seht die Abnutzung. Also das Leder geht langsam ab und man merkt es langsam an den Ohren, dass das abgeht. Also da müsste ich mir vielleicht doch bald ein neues holen. Das ist so ein Soundblaster. Noch ist es ja top, kann man nicht meckern, aber halt das Leder ist bildend. Ich will das Leder auch nicht ganz abmachen, weil dann fühlt sich das noch beschissen am Ohr an. Das geht gar nicht. Und da habe ich auch noch natürlich meine 3 TB Festplatte. Das ist die hier. Jo. Eine 3 TB Festplatte. Das nennt sich MacBook. Da liegt ein schwarzes Stück Kabel. Egal. Das ist eine 3 TB Festplatte von, also so ein MacBook. Das gibt es überall zu kaufen. Ich habe es für 100 und bekommen. Damit ist es eigentlich geeignet, Sicherheitskopien reinzuziehen, falls mal der Rechner am Flöten geht. Aber brauche ich nicht. Da brauche ich eine Software drauf, die das Ganze sichert, aber das brauche ich ja auch nicht, weil ich das Ganze nicht mache, sondern ich mache das so, dass dann da rein die ganzen Let's Plays kommen und die ganzen Bilder und vieles mehr. Dann habe ich hier noch meinen Router. Staubwedel. Nee. Ja. Was gibt's noch Schönes? Ja, nicht wundern. Die Spiele musste ich da so drüber stapeln, damit ich wenigstens meinen Bildschirm in die gleiche Höhe bekomme. Und ja, ist halt notwendig, ne? Ja, dann habe ich hier natürlich auch eine Postkarte. Das ist die hier. Ja, von dem Josh habe ich mal bekommen. Mich gefreut sogar. Nee. Dann habe ich hier natürlich mein Logitech G27 Lenkrad für um die 2 Aufnahmen. Ja, hier steht es nämlich immer statt da, weil da ist es mir ein bisschen zu blöd. Also mache ich das immer hier dran, wenn ich zurzeit kein um die 2 aufnehme, sondern nur Tutorials und TS16. Joa. Was hat sich denn noch geändert im Gegensatz zum 500 Special Video? Ich habe neue Lichterkarte. Nee, das sage ich auch nicht. Und ja, das ist mein Arbeitsbereich. Klein, aber fein. So sieht's aus. Ja, dann habe ich natürlich auch mein Notebook, aber da werde ich jetzt kurz mal die Pausentaste drücken und wir sehen uns gleich wieder. Ja, und da sind wir auch wieder. Das ist mein Notebook. Ist ein Notebook. Sieht zwar aus wie ein Laptop, ist aber in Wirklichkeit nur ein Notebook. Da nutze ich öfters mal, wenn ich unterwegs bin oder wenn halt mal das Internet wieder am Rumspinnen ist, ne? Und der Upload mal wieder 3 Stunden braucht, da werden dann die ganzen Let's Plays hier hochgeladen,
Weil, wie ich auch im letzten Video erwähnt habe, beim 500-Abo-Special, dass es keinen Sinn macht, ein PC, was sehr viel Strom zieht, nachts laufen zu lassen, nur weil ein Video hochgeladen werden muss. Deswegen muss halt mein Notebook mal die Arbeit vollziehen. Ja, Notebook, ja, das werden wir bald in der Zukunft auch mal bald öfters nutzen für Livestreams. Sobald sich das Internetproblem gelöst hat. Und wenn sich das Ganze gelöst hat, dann wird es auch mal einen Livestream geben. Wann genau, werde ich natürlich noch ankündigen. So, und wir sehen uns dann jetzt gleich wieder am Rechner, denn dort zeige ich euch mal, wie ich das Ganze aufnehme, also wie ich überhaupt aufnehme, wie die Einstellungen sind und vieles mehr.